So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu Forza Horizon 5. Ich bin der Funkimer. Wenn ihr das vielleicht schon gesehen habt und euch wundert, ja, ich habe das schon mal ausprobiert, habe schon mal quasi einen Stresstest gemacht. Das gibt es alles auf meine Kanäle zu verfolgen. Aber das hier ist jetzt das richtige Let's Play, der richtige Auftakt hier für Forza Horizon 5 mit iEndic. Der ist jetzt noch nicht dabei. Wie gesagt, ich mache jetzt nur mal quasi das Tutorial, dass man in die gemeinsame Welt kommt. Das heißt, das wird jetzt hier ein kürzerer Stream werden. Auf YouTube wird hier das Beginning mit der normalen Folge dann zusammengeschnitten werden. Das heißt, ihr werdet es dort dann in einem sehen. Und ich würde sagen, ich halte mal meine Munde und mache mal Start drück. Ich sag, bin schon gespannt. Ein Ding macht das am Computer. Nein, alles nicht gepackt. Deswegen hier auf der Xbox. Heimat. Der wirklich schönste Ort der Welt. Alle willkommen sind. Zusammen erkunden wir die Wunder und Schönheit von Mexiko. Erfahren wahre Freiheit. Fühlen uns lebendig. Wir gehen zusammen als Freunde. Als nächstes passieren wird? Freunde, eines habe ich auf der Jagd nach dem Horizont gelernt. Manchmal muss man einfach loslassen und die Fahrt genießen. Tada! Einer ins Vergnügen. Freunde, amüsier dich ruhig. Ich muss noch was ausliefern.
Tag für eine Fahrt! Ich probiere jetzt mal mehr in der Ansicht zu fahren. Ciao. Boah. Ich verfolge den Sturm! Du Sieger der Lande! Fahr weiter! Wow. Okay, es gibt keinen Weg außen rum. Wir müssen mitten durch. Ich hab geiles Gas gebrochen. Dann fahren wir mitten durch. Durchkreuzt, Alter. Wow. Kommen wir mit dem März, Leute. Na, wie wär's? Ein kleines Rennen zum Festival? Vamonos! Das ist Mexiko! Hier sind schon Autos vom Himmel gefallen, aber jetzt schauen alle auf den Superstar, der sich jetzt auf den Weg zum Festival macht.
Oh. Hoppala. Wenn ihr zum Horizon Mexico hier seid, dann haben wir etwas für euch. Macht euch auf das größte Abenteuer von Horizon gefasst. Oh. Yeah. Alter. Das ist der letzte Frachtflug, der sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem AMG One liefert. Der ist ein bisschen zersplittert. Alter, der ist voll nicht gesehen. Geschwindigkeitsrausch, Alter. Oh ja, das war Tag 1 unserer mexikanischen Fiesta, Leute. Und wir fangen gerade erst an. Heißt mit mir unseren Superstar Nummer Uno beim Horizon Mexico willkommen. So, dann machen wir mal einen Charakter. Es ist ein echtes Fiesta-Ball, meine Amigos. Und dazu noch eins der besten in der Geschichte des Festivals. Wartest du ab? Gibt's das auch, Alter? Es wird heiß. Leicht sind sie da und stellen sich vor. Es wird heiß. Diese Superstars wissen, wie sie einen Auftritt hinlegen, hä? Oder? Musste ich doch glatt ein wenig warten. Scotty hatte sein Intro genau getimt. Mic check. 1, 2, 1, 2. Hallo, hallo. So hört sich meine Stimme an. Mic check. 1, 2, 1, 2. Test. Test. Na gut. Amigo, als du aus dem Flugzeug gesprungen bist, was hast du da gedacht?
Ich habe mich bemüht, nicht darüber nachzudenken. Damon sagte, ich sollte Großes von dir erwarten, aber nicht so, so. Spektakulär? Ja. Hayley, ich habe dir so viel zu zeigen. Cerros, Desiertos, La Jungla, Pirámides, La Belleza de México. Deine Aussprache war übrigens muy bien. Es wird besser. Aber wenn du irgendwann beim Festival vorbeischauen willst, brauchst du einen hiervon. Ich verspreche nichts, Treffer. Ich glaube, das ist deins. Wie war dein Flug? Nicht übel. Der Ausstieg war etwas unsanft. Das glaube ich. Komm. Ramiro kümmert sich um deine Expedition. Ich koordiniere die Festival-Logistik. Da bleibt nur... Primita! Ben! Hey, pass gefälligst auf, wen du Primita nennst, Primito. Ich weiß, was du in UK abgeliefert hast. Vamos a ser rebanda. Alejandra, oder? Wenn du dich mit Motoren so gut auskennst, wie man sich erzählt, gewinnen wir sicher. Oh, apropos, ist die Lieferung da? Heute früh angekommen. Yeah! Mira, que chulada! Was für eine Sammlung, du hast wirklich Geschmack. Ich bringe sie in den Fuhrpark. Aber welches führst du zuerst aus? Mach mal Corvette. Eine Corvette passt immer. Es muss die Corvette sein. Super. Wie wär's mit einem persönlichen Nummernschild? Ich bringe den Rest deiner Autos zum Fuhrpark. So habe ich mehr Zeit mit ihnen. Hey, Norbert. Ich weiß, du kommst gerade erst an, aber das erste Schaurennen geht bald los. Fehlt nur noch unser Superstar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt machen kann. Ich mach das eine noch. Ich hoffe, du bist bereit. Oh, ich bin bereit. Ich weiß nicht, das nehme ich nicht. Was geht, Leute? Scott Tyler hier bei Base Arena. Das Horizon Festival hat begonnen und wow, wir haben große Pläne. Aber jetzt ist unser Superstar erstmal auf dem Weg zum neuen Schaurennen. Bereit für auf gut Glück, amigo? Bestimmt. Wie? Was war das? Du sagst, brauchst dich? Ja, Horizon, tolle Neuigkeiten. Hoppala. Ich muss jetzt sofort los. Ja, aber. Ja. Ups. Fuck. Oh. Weiter. Fuck, Alter. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Weiter. Weiter. Sicher, was dein nächster Gegner im Schaurennen vorhat. Im Laderaum dieses Transportflugzeugs warten wohl ein paar Überraschungen auf dich. Scott Tyler sendet live aus einem Flugzeug. Oh, ich bin aufgeregt, Horizon. Diesmal setzen wir alles auf diesen Superstar. Los geht's! Pilot?
Da ist ein Tempel auf deiner Landebahn! Ein Tempel! Boah. Dieses Talent schlagen. Mal sehen, was uns noch erwartet. Hey, hey, die Ladeklappen öffnen sich. Soll ich die Klappen schließen? Oh, das war der Plan. Los, Motorradteam! Das nenne ich Renn Horizon! Superstar-Fahrer gegen waghalsige Biker! Für wen seid ihr? Biker verschwunden? Zweiter. Was für ein Rennen! Das war unglaublich! Im Namen von Horizon kannst du das Auto als Dankeschön behalten. Passt. Aber auf doch.
ganze Festival redet über dich und die Hälfte hat mir Nachrichten hinterlassen. Triff mich unten beim Festival, dann gehen wir ein paar davon durch und besprechen, was du als nächstes tun willst. Abgemacht. Danke, Haley. Bis bald. Jemand in einem Wingsuit auf einem Motorrad in einem Transportflugzeug. Stimmt's, Horizon? Ich frag nur, damit ich das meinen Freunden auch richtig beschreibe. Oh, und am besten noch ein Stern-Emoji für dich, Superstar. Und gesendet. Also, wie wär's mit den Foo Fighters? Ich komm doch raus. Bei nächster Gelegenheit Ende. In 100 Metern links abbiegen. Route wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Möchtest du den Weg versperren, oder? Kinder den Weg versperren, so. Ich habe hier ein paar Anfragen für einen talentierten Fahrer. Willst du sie dir mal ansehen? Meine Freundin Carmen will in der Gegend Fotos von ein paar Stürmen schießen und hat nach einem starken Offroad-Fahrer gefragt. Und Alejandra will, dass sie jemand auf der Suche nach einem verlorenen Wocho chauffiert. Wir haben vor der nächsten Veranstaltung noch Zeit. Wen kontaktieren wir als erstes? Sicher, dass wir den Zeitplan einhalten können? Ich kann später das andere nachholen. Ja, sonst wäre ich wohl nicht sehr gut in meinem Job, oder? Ich fahre mit Alejandra. Mach mal Röste. Ich sage Carmen, dass du ihr später helfen kannst. Macht es. Weil dann steht, glaube ich, die Oberwelt zur Verfügung. Kelly hat mir einen Fahrer geschickt. Hey, du stehst auf Oldtimer, oder? Die Klassiker. Nix ab. Zu finden. Viel Spaß damit, liebe Freundin. Alle ist die Weltbeste und es ist dir wirklich wichtig. Und du hast... Na, dann finden wir den Watcher. Hey, Aleja, wie kann ich helfen? Hüpf in den Buggy, ich erzähl's dir unterwegs. Letzte Woche ging Ramiro die alten Sachen im Haus seiner Padres durch und fand dieses Foto. Er gab es mir, weil ich es sicher mögen würde, aber er hat wohl nicht bemerkt, was es war. Was meinst du, sind die zwei wichtigsten Dinge in der mexikanischen Kultur? Familie und Essen? Familie und Kunst? Familie und Musik? Fast.
Familia und der VW Käfer. Ocho ist der mexikanische Spitzname. Mein Bisabuelo Fernando war der erste Torres, der einen hatte. Und dank des Fotos weiß ich vermutlich, wo er ist. Echt jetzt? So viel. Von ihm. Aber für dein Abuelo bedeutet Urgroßvater, aber für die Familie ist er bloß Papa Fernando. Wir haben uns nie getroffen, aber alle behaupten, ich wäre wie er. Loca por autos. Du musst nämlich wissen, dass in Ocho in Mexiko wie ein Familienmitglied ist, das in der Garage wohnt. Papa Fernando liebte dieses Auto abgöttisch. Der Tod ereilte ihn wohl auf einer schlammigen Straße hier in der Nähe. Er schoss ein letztes Foto und ließ ihn dort stehen. Da geht's also hin. Wenn du ihn findest, bringe ich ihn wieder zum Laufen. Ich hoffe echt, wir können ihn retten. Auf geht's in die Berge. Das muss definitiv hier sein. Aber wieso sollte Papa Fernando den Wocho hierher bringen? Die Stürme können ganz schön tremendous sein. Ich mach nur mal die Tür auf. Stucky? Er ist wirklich hier. Wir haben ihn für dich gefunden, Papa Fernando. Aber sieh mal, so einen Käfer habe ich noch nie gesehen. Hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Das Wetter wird ungemütlich. Mir gefallen die Straßen hier gar nicht. Du fährst den Truck. Geht klar. Geil, jetzt fährt man einen Truck auch. Ich muss eine neue Batterie einsetzen, Öl wechseln, Llantas, Lo Electrico. Das wird selbst für mich nicht leicht sein. Ist ein Käfer. Wird bestimmt sofort stark. Wundern wird's mich nicht. Alter. So kann man es auch machen. Genau. Was wirst du mit ihm machen? Ich habe muchas ideas. So ist das mit dem Ocho. Nicht nur ein Auto, sondern ein Lebensstil. Truck hier. Den Rest übernehme ich. Was habe ich dir gesagt? Vermisste Autos zu finden ist keine Magie. Nur harte Arbeit und Glückssache. Oder eine Drohnensache. Oh, na, die harte Arbeit kommt erst noch. Wir quatschen später. Hey, Norbert. Wir haben einige neue Veranstaltungen gestartet, also geh da raus und zeig uns, was du als Superstar so kannst. Alles, was du tust, bringt dir Auszeichnungen. Betrachte sie als kleine Herausforderung, die Rennen, Stunts, Erkundungen, einfach alles beinhalten. Verdienst du dir genug Auszeichnungen, können wir das nächste Kapitel der Abenteuer von Horizon beginnen. Also, womit möchtest du beginnen? Machen wir mal Rennen vertragen. Irgendwas machen.
bei nächster Gelegenheit enden. So, da haben wir das jetzt. Bist du aber da? Fuhrpark? Hey, mi amigo. Das sind alle Autos, die du je hattest. Aber ein paar Lücken hat deine Sammlung schon. Dagegen solltest du was tun. Belohnung einlösen. Wheelspin! Machen wir! Na gut, egal. Ich glaube jetzt, ich habe nämlich vergessen, die Mitgliedschaft noch freizuschalten. Drum kann ich jetzt wahrscheinlich noch nicht in die Online-Welt. Das heißt, das werde ich dann aber nachholen, damit ich mit Ending dann zocken kann. Und ich würde mal sagen, ja, Charakter aber noch anpassen. Den möchte ich noch ein bisschen umstylen. Jawohl, Lederhell ist Leimund. Also nicht Lederhell. Weiter. Ist das geil. Alter, da muss man Credits zahlen, sehe ich gerade. Nö, nö. Dann bleiben wir so. Charakter ändern, wo den Charakter ändern. Der Charakter passt. Die Frisur wollte ich ändern.
Oh mein Gott, Alter. Ja, den machen wir. So. Das war's jetzt auch schon von mir, vom Tutorial, vom Vorspann. Mehr gibt es dann am Abend. Oh mein Gott, mein Chat funktioniert nicht. Servus! Sorry, Flo. Mein... Alter. Hallo? Ja. Okay, ich habe mich verdrückt. Der Chat hat sich ein bisschen aufgehängt bei mir, drum leider habe ich dich nicht gesehen. Es geht um 7:45 los. Ich höre jetzt hier wieder auf. Ich wollte hier nur den Vorspann machen, damit wir gleich hineinstarten können. Sonst hätte ich da eh was gesagt. Nur dachte ich eben, das ist eh schon aufgezeichnet als quasi Test, drum machen wir das am Abend nicht. Okay, aber jedenfalls danke fürs Reinschauen. Wie gesagt, etwas später gibt es mehr. Da kommt dann das richtige Game. Trotzdem, wie gesagt, danke fürs Reinschauen. Bis später, würde mich freuen. Ja, das stimmt, das wollte ich, diesmal wollte ich das andere machen. Er spielt auch davor, ich weiß halt nicht, ob er streamt. Drum, er hat mir das gesagt und hat gemeint, wenn ich, also, dass ich das halt in Ruhe machen kann, aber während er Einstellungen macht, aber ich habe mir gedacht, ich mache es jetzt gleich. Jo. Das heißt, wir können dann gleich hineinstarten am Abend. Na gut, ich werde jetzt aber auch schon wieder aufhören, weil mehr möchte ich mir auch vorweg nicht nehmen. Ich freue mich auch. Also, bis später dann, Flo. Falls noch wer zugeschaut hat, auch an euch. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, heute Abend 7:45 bis 8 gibt es dann mehr. Da ist dann der offizielle Start. Bis dahin, macht's das gut. Ciao und Baba.